glaube, ich nehme den da. Brauchen Sie einen Briefbeschwerer? Denn wenn Sie den hier kaufen, haben Sie nur einen teuren Briefbeschwerer. Ja, ein Briefbeschwerer wäre ganz schön, aber eigentlich brauche ich nur einen Computer. Wie wär's mit dem da? Dessen Technologie ist 3 Monate alt. Nur Idioten kaufen überholte Geräte und... Sie sind doch kein Idiot, oder? Hey, aber nein! Gut, denn wären Sie einer, müsste ich Sie auffordern, den Laden zu verlassen. Ich brauche nur etwas, um E-Mails zu empfangen. Dazu kann ich Ihnen nur das Neueste vom Neuen empfehlen. Diesen Computer benutzen Astronauten, um ihre Steuer zu berechnen. Ich war mal Astronaut. Selbstverständlich. $5,000! Sie haben nur 10 Sekunden, um sich zu entscheiden, Sir. Das ist der beste Computer der Welt und das wird er immer bleiben, oder? Aber ja, Sie brauchen nur die Urkunde für Ihr Haus hier durchzuziehen. Marge, Liebling, zum Glück bist du zu Hause. Ich habe nachgedacht. Ich möchte etwas mehr sein als nur der Mann von Mrs. Simpson. Ich will einen Job haben. Du hast einen Job? Ich weiß, die Kinder aufzuziehen und fabelhaft auszusehen, aber es wäre schön, etwas zu haben, wo ich jeden Tag hingehen kann. Du arbeitest im Kernkraftwerk. Die rufen hier jeden Morgen an und fragen, wo du bist. Also bist du nicht böse? Oh, ich liebe dich. Danke für dein Verständnis. Ihm einen top angesagten Gaming-Computer gekauft. Was? Verstehe, du hast ihn bestochen. Ich habe ihn nicht bestochen. Ich habe ihn nach etwas süchtig gemacht, das seinen Geist betäuben wird, bis wir nicht mehr verantwortlich für ihn sind. Ich gebe zu, es war in letzter Zeit ziemlich friedlich hier. Töten! Stirb! Stirb! Geh drauf, ihr Anfänger! Hier ist General Blut. Hört ihr mich? Hör dich! Hör dich! Ha! Zwei Dumme, ein Gedanke. Oh, warum muss ich immer der Dumme sein? Konzentrier dich, Nelson. Vorsicht! Lock den Feind in einen Hinterhalt. Schlag zu in 3, 2... GG! Das heißt Good Game. Damit will das andere Team sagen, dass sie aufgeben. Jetzt Control 6, um ihre Leichen zu schänden. Haha, haha, haha. Zivilisierte Vernichtung. Marge, ich glaube, der Junge lernt gerade etwas fürs Leben. Mom, bist du damit einverstanden? Ich denke schon. Dein Vater zeigt immerhin Interesse an Bart. Das finde ich gut. Tja, wenn die Dinge hier so laufen, dann werde ich mich jetzt auch schlecht benehmen. Der war gut. Ja, machst du das. Lass doch gerne ein Abo da. Dann kommen noch mehr Folgen. Du 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 du